zwei Felder sind schon Scrollfelder. Also ja, es würde auch auf jeden Fall hinkommen, wenn man es zweireich macht. Dann keine Frage. Die Frage ist nur, wird es dadurch wirklich übersichtlicher? Das ist so die Sache. Oh, wir haben hier noch einen Layer. Den können wir mal kurz weghauen. Yay, nochmal günstiger. Voll gut. Und nochmal. Lovely. Und nochmal. Damit kann ich doch arbeiten. Okay, das war eine schäbige Ausbeute. Ich finde es gut, dass es sich quasi schon mehr oder minder selbst finanziert. Das ist mal ganz nice. Bist gerade in einem Endless Run, der schon eine Stunde geht, ist das relativ normal? Kann ich dir nicht sagen. Also wenn der schon eine Stunde geht, ist die Frage, ob du nicht lieber ob du eine höhere Schwierigkeit angehen könntest. Also entweder die nächste Welt oder von easy auf normal wechseln. Wahrscheinlich eher die nächste Welt. Das würde dir vermutlich mehr Ressourcen bringen. Und der Run würde nicht so lange gehen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Gott, ich habe gerade so ein bisschen Angst vor den AI-Scripts, ne? Wenn du da wirklich so komplette Sachen scripten kannst, wie automatisiere so Layer in der Mine und so. Also keine Ahnung, ob das kommt. Keine Ahnung, was die AIs können. Aber wenn... Ich mach, glaube ich, mal kurz die Buchse der Pandora auf. Und... Wow. Okay, ich dachte, wenn ich im Wiki hier auf AI-Script... Ah, das ist der Script-Editor. Ich hätte gern AI-Scripting, aber einfach erklärt. Mist, der Drill ist leer. Wo ist denn... Das war in den Headquarters? Nein, war das in der Factory? Nein, in den Headquarters. Facility AI. Main Article AI, da wollte ich hin... Nun kommt der Blick ins Discord. Ja, könnte ich. Will ich aber gerade gar nicht. Ich gucke lieber ins Wiki. Also, beziehungsweise, ich gucke auch ins Discord, weil die extra einen AI-Script-Channel haben. Zwischendurch muss ich dran denken, das Ding aufzufüllen, damit wir nicht komplett ins Nichtstun übergehen. Perfect Tower AI-Scripts. Achso, das ist aber tatsächlich... Ja, okay, das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Dann bringt mir das Wiki, glaube ich, doch mehr. Oh, wow. Ich hätte ganz gern einfach ein Beispiel... Aber so wie das aussieht, ist das schon einfach vereinfacht, also ist das wirklich vereinfachtes Programmieren. Also ich kann mal kurz den Screen wechseln. Jo. Also wenn ich hier so Sachen sehe, kann ich das größer machen eigentlich? Ja. Hier so Sachen sehe wie irgendwie bool int double string. Es sind halt einfach Variablen-Typen standardmäßig und so Sachen go-to, go-to-if, click, wait, until, while, execute, stop. Das wird halt einfach... Also es wird so Pseudocode quasi. Habe ich ein bisschen Bock drauf. Habe ich in der Tat ein bisschen Bock drauf. Mal gucken, was das gibt. Ich bin gespannt. Achso, eigentlich war ich mit dem Artikel lesen, aber noch gar nicht fertig und der Drill hat schon wieder angehalten. Was okay ist, wir haben auch einen neuen Layer, wir können mal kurz hier ein bisschen rumwurscheln. Hier
können wir auch einen neuen Layer. Ich hätte die Kosten ganz gern noch auf 1 gesenkt, das wäre total fantastisch. 4 Usage muss auf jeden Fall mal runter. So, dann hält der Drill auch mal ein bisschen länger. So, steht in dem AI-Artikel noch irgendwas drin? Very powerful tool that can be used to automate nearly anything. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Leute, schnallt euch an, haltet eure Booties fest. AI-Scripting wird einfach der absolute Brainfuck in diesem Spiel und ich habe richtig Bock drauf. Boy. Alter, du kannst ja halt sogar eigene Functions da drin schreiben. Oh mein Gott, das ist einfach richtig komplex. Kannst du dir auch Scripts programmieren, als Programm machen? Würde dir wahrscheinlich nichts bringen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass du dir ein Skript schreiben kannst, das gezielt bestimmte Skripts lädt. Also, no shit, könnte ich mir halt echt vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Aber, boah, das wird super. Hab ich richtig Bock drauf. Das ist auch so ein richtiges Nerd-Ding, ne? Das ist einfach so ein richtiges Nerd-Ding. Aber geht klar. Okay, das lohnt sich halt gar nicht. Neuer Layer, bitte. Perfect AI 2. Ja, so ungefähr. Oh, wir haben ja voll viele Layer und die sind voll teuer und dafür haben wir einfach nicht genug Cubes. Dang it. Das müssen wir mal später machen. Die kosten nur 20. Die kosten zu viel. 20 können wir mal ein bisschen was machen. Nicht viel. Oh, Conversion. Ah, nee, Conversion Rate ist nicht das, was ich suchte. Okay, mehr ist gerade einfach nicht drin. Dieses Spiel, ne? Alter. Dieses Spiel. Holy smokes. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich bin gerade ein bisschen sehr geflasht von dem, was dieses Spiel alles kann. Scheiß auf Untermenüs und Crafting, richtig. Du schreibst dir einfach ein Skript dafür und machst das alles automatisch und wirst nie wieder in die Factory gucken müssen. Also vielleicht nicht nie wieder, aber Alter, ich mach mal ganz kurz einen Vorhang auf, Sekunde. Zumindest noch ein bisschen von mir sieht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt von Vorteil ist, aber holy smokes. That game. Gehört 24 Stunden Streams zu den AIs. Alter, dafür bin ich zu matschig. Dafür bin ich einfach zu matschig. Also ich würde es wahrscheinlich fast sogar machen, wenn ich halt nicht Hangover wäre und letzte Nacht mehr als 3,5-4 Stunden geschlafen hätte. Dann maybe, aber ich, Gott, eigentlich wollte ich bis 16 Uhr machen. Super funktioniert. Mal gucken. Ein bisschen was geht noch, weil gerade bin ich motiviert, aber ich werde irgendwann relativ zeitnah mich einfach mal um Nahrungsaufnahme kümmern müssen. Ist es eigentlich im Moment... das hat richtig fett Ressourcen gebracht. Holy shit. Das hat gut gelohnt.
So, ich würde, glaube ich, tatsächlich aber nochmal einen Run starten wollen, oder? Kannst du bis 16 Uhr machen? Sind nur noch 23 Stunden, 15 Minuten? Kann man mehrere Maschinen desselben Typs bauen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Spiel, was ich mir nur mal anschaue, aber nicht selbst spiele. Verstehe ich voll und ganz. Das Geile ist einfach, dass du irgendwann unter jedem Feld einen Reward hast. Ja, das auf jeden Fall, weil halt mit jedem Mal drillen einfach die Chance auf ein leeres Feld sinkt. Dieses Spiel, ne? Ich hoffe, dass du die wesentlichen Dinge wieder auf YouTube bringst. Inwiefern? Also meinst du jetzt vom Stream oder im Sinne eines Tutorials? Also bislang habe ich aus dem Stream auch alles aufgezeichnet, bis auf, keine Ahnung, 10, 15 Minuten vielleicht. Eher 10, also da fehlt echt nicht viel. Und da wir vorhin auch brav gewotet haben, kommt das dann in 30 Minuten Häppchen auf YouTube. Seit wann streamst du schon? Kannst du, also sage ich dir gerne, seit 5 Stunden ungefähr das Spiel. Also davon war aber 20 Minuten vorab Musik oder 25. Also das Spiel spiele ich circa seit 4,5 Stunden, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen gequatscht vorher. Du kannst das aber auch direkt unterm Stream nachgucken. Also ich, falls du gerade die Möglichkeit hast und am PC sitzt und scrollen kannst, siehst du quasi unten rechts. Unterm Stream siehst du auch immer einen Counter laufen, wie lange der Stream schon läuft. Zumindest in der Browser-Variante. Ich weiß jetzt nicht, wenn du es über den Fernseher oder sonst irgendwie guckst oder am Handy, da ist das eventuell nicht. Das weiß ich gerade nicht. Ach, ich wollte noch nachgucken, was die Dinger machen, ne? Hilfe! Ich habe zu, ja, also ich habe über 300 Zuschauer, das kommt aber auch einfach davon, weil Musician vorhin hier einfach mit 1000 Leuten eingefallen ist. sonst käme ich da wohl nicht hin. Auch wenn die Kosten nicht so teuer wären, ne? Meine Zuschauer-AI-Angebot. Genau, es sind einfach alles Viewbots. Brauchst du nicht 50 für Partner? Ich brauche, glaube ich, 75 für Partner. Ich brauche aber 75 nicht in einem Stream, sondern über einen Monat hinweg durchschnittlich. Und selbst dann reicht es nicht zwangsläufig. Also dann wird es halt wirklich nochmal händisch geprüft und die gucken tatsächlich, also du brauchst es über einen Monat im Durchschnitt, um überhaupt den Partnerantrag stellen zu können. Das heißt aber noch nicht, dass der dann auch angenommen wird. Aber dafür streame ich auch einfach zu selten. Also mit irgendwie 1-2 Streams die Woche kriege ich die Viewzahlen halt nie dauerhaft hoch. Abgesehen davon müsste ich mir auch vielleicht einfach mal angewöhnen, dass, also ich könnte es wahrscheinlich längst haben, wenn ich halt die Streams auch mal regelmäßig auf YouTube ankündigen würde. Bin ich aber meistens zu faul zu. Gerade auch einfach mal laufen lassen, als ich mitten im Run Max Attacks erreichte und genug Multishot. Okay, die Quintessenz war, du hast einfach mal aus dem Run 700.000 White Cubes bekommen. Nice. Läuft. Also ganz ehrlich,
mein Fazit nach 4,5 Stunden zu diesem Spiel: Ich find's fucking großartig. Und wer auch immer drüber nachdenkt, dieses Spiel selber anzufangen, da es schließlich Free-to-Play ist, sollte auf jeden Fall den Willen mitbringen, sich einzuarbeiten und eine Menge Zeit im Gepäck haben. Eine Menge. Holy smokes. Und ich mache da total ein Let's Play draus, ja. Also ich werde mal gucken, dass ich... Ich weiß halt nicht, ob ich halt wirklich nur Livestream mache und das dann einfach als Let's Play schneide. Finde ich halt immer so ein bisschen meh. Ich muss mal gucken. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch einfach nicht live aufgenommene, also halt nicht im Stream aufgenommene Sachen mit reinmixen, wo ich dann einfach mal einfach ein bisschen Progress zeigen kann, wo ich dann einfach mal alle 5 Minuten den Schnitt habe und sage so, Sprung um 2 Stunden, so sieht das jetzt aus, jetzt kann ich das und das zeigen. Klingt nach einem Plan. Auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es nach einem guten Plan klingt. Es könnte halt echt gerade so das komplexeste Idle Game auf dem Markt sein. Also... Ja, weiß ich nicht. Will ich mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, man kommt hier einfach ganz gut rein. Also man braucht eine Weile, aber man... Wenn du halt erstmal drin bist, ist halt so, ja, okay. Und wenn ich da an Crusaders of the Lost Idols denke und Mimic Propagation, sonstige Formation Bullshit Sachen, hat Crusaders auf jeden Fall den höheren Brainfuck-Faktor, würde ich sagen. Letztens ein bisschen Click Heroes 1 geschaut. Das Hero Solid ist immer noch ein Knüller. Danke, aber würde ich heute so, glaube ich, auch nicht mehr machen. Aber der Punkt ist, was heißt komplex? Willst du jetzt die Definition des Wortes komplex haben oder viel Inhalt ist nicht komplex. Komplexer ist für mich einfach viele Mechaniken, die letztendlich ineinander greifen. Was Komplexität angeht, sind Crusaders und Idle Champs auf jeden Fall auch weit vorne. Allein dadurch, dass du halt einen riesen Heldenpool hast, die halt alle eigene Fähigkeiten haben. Der Punkt ist, bei Crusaders ist es ab einem gewissen Punkt einfach so komplex, dass es meiner Meinung nach auch irgendwie kompliziert wird. Weil du einfach niemals sämtliche Sachen berücksichtigen kannst, ohne, also du vergisst beim Formation-Bau halt auf jeden Fall irgendwas, weil das halt einfach so, ist es einfach too much. Können wir eigentlich noch buddeln? Ja, können wir. Warum mache ich das denn dann nicht? Ich gucke jetzt mal nach, was diese blauen Dingsies sind. Waren die nicht hier an der Seite irgendwo mit aufgelistet? Vor allem, was ist der Inventar? Hilfe. Oh, wir könnten mal Assets kaufen, ne? Oh, wobei, ne, können wir nicht. Wir können uns halt original nur ein Asset leisten. Das ist gar nicht so viel. Wo hatte ich das denn gesehen?
Das ist halt auch so die Sache, wenn man sich noch nicht auskennt, findet man nichts wieder. Wo hatte ich diese blauen... Was sind Exotic Skills eigentlich? Okay. Vielleicht ignorieren wir das einfach. Ich wollte hier auf jeden Fall mal expanden. Das habe ich vergessen. Hydraten. Ja, mache ich. Danke. Ah, mit den blauen Dingern kann ich Construction... Da war das. War das hier? Help. Ich möchte, glaube ich, schon einfach die Headquarters noch ein bisschen aufwerten, oder? Machen wir mal. 14 Minuten. Achso, da muss ich jetzt aber tatsächlich erst den Skill freischalten. Okay. Okay, das heißt, wir müssen einen Run machen. Wir bräuchten halt XP. Gut, die Headquarters können jetzt aber auch 15 Minuten laufen. Das ist total okay. Hier muss Fuel rein. Und dann buddeln wir noch ein Ründchen. Oh wow, da kamen gerade mal nur 720 Cubes bei rum. Das war ein bisschen lasch. Wir können hier nochmal eine Ebene machen. Schade eigentlich. Ich glaube, hier will ich einfach weiter drillen. Bevor ich das ernsthaft angehe. Das lohnt einfach noch nicht so. Aber schön, das ist nochmal günstiger geworden. Sehr nice. Ich habe so das Gefühl, sämtliche Sachen, die ich über dieses Spiel zwischendurch an Info... Also, oder sämtliche Informationen über dieses Spiel... Ich muss den Satz nochmal neu anfangen. Von sämtlichen Informationen, die ich im Laufe des Streams über dieses Spiel aufgenommen habe, habe ich gefühlt einfach 90% schon wieder vergessen, weil es so viel ist. Das ist halt so. Help me. Can't handle it. Dann erledige ich jetzt mal den nervigen Part für heute, nachdem ich die ganze Bude geputzt, aufgeräumt und gefühlt 100 Waschladungen waschen musste. Einkaufen und Döner holen. Lass dich beim Einkaufen nicht so sehr nerven und lass dir den Döner schmecken. Hast du verdient, auf jeden Fall, nachdem du den ganzen Haushalt gemacht hast. Gute Sache. Ich muss mir auch auf jeden Fall noch irgendwas zu essen bestellen. Keinen Döner, hab ich nicht so Bock drauf, aber irgendwas muss nachher noch sein. Heute ist erst Samstag, ne? Ach, crazy. Ich bin irgendwie den halben Tag schon drauf, dass heute Sonntag ist. Aber heute ist Samstag, das ist halt richtig gut. Das ist richtig gut. Großartig. Ich weiß genau, was wir morgen machen. Oh, Hilfe. Ich hätte dieses Spiel nicht anfangen dürfen. Morgen 24 Stunden Stream, nein. Auf jeden Fall nicht. Stream, ja, 24 Stunden, nein. Siehst Ben schon mit Pommes auf Pizza? Nee. Drill Power holen, ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee. Fairer Punkt. Sorgt die Drill Power eigentlich auch dafür, dass ich schneller neue Layer kriege? Ja, zwangsläufig, weil die Layer sind davon abhängig, wie tief wir bohren. Und mit mehr Drill Power bohren wir schneller. Und kriegen dementsprechend schneller neue Layer. Ja, voll gut. Das ist alles vollkommen logisch. Seit Wochen schon Hunger auf Käsekuchen, aber ist mir beim Bäcker zu teuer. Hast du eine Springform? Dann mach einen selber.
Andererseits ist so ein kompletter Kuchen für eine Person auch immer ein bisschen viel. Oh, ich habe vor lange keinen Käsekuchen mehr gebacken. Und wenn man im Moment Leute treffen könnte, also halt mehr als einen Haushalt, dann würde ich auch total nächste Woche einen Kuchen backen einfach. Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Aber angesichts der Tatsache, dass ich meinen Winterspeck loswerden will, werde ich auf jeden Fall nicht selber Kuchen in mich reinschieben. Also nicht in großen Mengen auf jeden Fall. Drillpower wird ganz schön teuer, ne? Eine kleine Müsli-Schüssel reicht aus. Eine kleine Menge Kuchen. Ich muss mal gucken, dass wir hier nicht zu viel ausgeben, dass wir halt noch hier weiter dingen können. Wie wir halt auch einfach gefühlt seit einer Stunde nur an der Mine abhängen, ne? Hilfe. Alter. That game, though. Wie gut, dass ich in Idle Champions gerade nichts zu tun habe und einfach stumpf Gems farmen kann für den zweiten Core und mich darauf einfach nicht konzentrieren muss. Und das einfach anmachen kann und dann ist fertig. Verstehst die Mine immer noch nicht? Was genau hat man davon? Nun. Also einerseits kriegst du Ressourcen auf dem anderen Weg als Runs. Auf der anderen Seite kriegst du eben diese Erze. Ich nenne es jetzt mal Erze, auch wenn das, glaube ich, nicht der politisch korrekte Terminus ist. Und mit den Erzen kannst du in die Factory gehen und in der Factory kannst du die Erze refinen und aus den refinten Erzen kannst du dann Teile bauen oder Teile craften und aus den Teilen kannst du Maschinen craften und die Maschinen bringen dir dann halt einfach Boni, also bringen dir halt automatisch Ressourcen pro Sekunde. Ich wünschte, es gäbe eine einfachere Erklärung dafür, aber nein, es ist halt so. Deswegen war ich so am Zögern, das zu erklären, weil es ist halt so, nun, wenn ich das jetzt erkläre, dann mache ich hier leider die Buchse der Pandora auf. RIP. So. Abgesehen davon könntest du die Erze theoretisch auch einfach in Cubes konvertieren, wenn du halt spezielle Cubes haben willst. Stack die weißen Platten mal, die gehen alle auf einen Slot? Ja, weiß ich. Aber ich habe den Platz und brauche ihn gerade nichts für anderes. Also ich muss ihn einfach nicht stacken. Literally nicht nötig. Oh, ich krieg gerade richtig Hunger, ne? Also so richtig, richtig Hunger. Das Problem ist, dass man immer erst was zu essen bestellt, wenn man schon Hunger hat und dann halt noch eine Stunde warten muss. RIP, So, gib mir einen Layer. Need. Danke.
Das lief erstaunlich gut. Ich glaube, ich würde fast mal einen normalen Run machen. Labor muss... Oh Gott. Ich hatte völlig verdrängt, dass das Labor geht. Oh nein, shit, wir wollten bei den Goals gucken.